willkommen. Schön, dass Sie bei diesem Wetter hier heute da sind, aber es ist auch ein sehr spannendes Thema heute. Ich freue mich, Ursula Stenger zu begrüßen. Ursula Stenger, wir kennen uns schon seit Jahren, das ist ganz toll. Ursula Stenger hat in Würzburg promoviert, hat über schöpferische Prozesse ein sehr interessantes Buch auch geschrieben, bleibt dieser Linie heute auch treu mit ihrem Vortrag Krippe als Raum ästhetischer Bildung. Sie war lange Zeit auch Studiengangsleiterin in Ludwigsburg im Studiengang Bildung und Erziehung in früher Kindheit und ist seit April 2011 Nachfolgerin von Gerd Schäfer im Studiengang bzw. am Lehrstuhl Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Familie und Kindheit und wird uns heute einiges aus ihrer Forschungsarbeit vorstellen und hat auch interessante Videos mitgebracht, auf die ich mich selber auch sehr freue. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Die Krippe als Raum ästhetischer Bildung. Bevor wir in den Raum der Krippe, in die konkreten ästhetischen Prozesse auch anhand von Video, Bildmaterial einsteigen können, ist es mir wichtig, auch theoretische Klärungen vorauszuschicken. Also was ist eigentlich gemeint, wenn wir von ästhetischer Bildung sprechen? Können wir jedes Mal, wenn Kinder einen Pinsel in die Hand nehmen, auf den Tisch trommeln oder summen oder brummen, können wir dann von ästhetischen Erfahrungen sprechen, von ästhetischer Bildung? Deshalb halte ich es für wichtig, mit den theoretischen Klärungen im ersten Punkt einzusteigen. Und dann werde ich im zweiten Punkt zu pädagogischen Übersetzungen kommen und im dritten Punkt wird es dann um konkrete Thematiken der ästhetischen Bildung in der Krippe gehen. Einmal um bildnerisches Gestalten und erzieherisches Handeln, auch anhand von Videomaterial, und dann um musikalische Kulturen und theatrale Inszenierungen, auch mit einem Projekt, einem Theaterprojekt aus dem Theater für die Allerkleinsten. Und ich schließe dann mit den Schlussüberlegungen. Ich fand es sehr schön, hier mal etwas Raum zu haben, sagen wir mal, die theoretischen Überlegungen und die empirischen Überprüfungen beide hier reinbringen zu können. Sonst muss man sich oft entscheiden, wie man den Vortrag anlegt. Ich habe hier jetzt mich für beide Varianten entschieden. Ich beginne mit den theoretischen Klärungen. Was ist ästhetische Bildung? Und werde mit Ihnen einen Dreischritt machen. Der Dreischritt geht von Kant über Adorno zur Phänomenologie ästhetischer Erfahrung, wie sie im Anschluss an Merleau-Ponty entwickelt worden ist. Ich beginne also jetzt mit dem Schritt, den Kant zunächst vollzieht und zeige skizzenhaft, natürlich immer nur spotthaft, sein Verständnis von ästhetischer Erfahrung, nicht weil ich ihr historisches Wissen jetzt gerade aufpeppen will, sondern weil die Diskurse, die wir heute haben, immer noch auf diese Modelle auch zurückgreifen. Und deswegen ist es so wichtig, auch zu wissen, woher man argumentiert und warum das Modell heute noch bedeutsam sein kann. Jetzt also zu Kant. Noch im Mittelalter stand die Kunst, wie auch heute in traditionellen afrikanischen und anderen Gesellschaften, im Dienste der Religion, also das heißt, Künstler haben sakrale Gebäude und Plastiken geschaffen, um sie in Ritualen zum Einsatz zu bringen, aber nicht im Sinne von Kunstwerken. Also das Museum ist in Afrika eine neue Erfindung. Hier eben dieser Schritt von Kant bedeutet, dass Kant jetzt den Schritt macht, Ästhetik nicht mehr als Eigenschaft eines Objekts zu sehen. Also das heißt, ein Objekt ist ästhetisch, sondern die Wirkung, die etwas auf uns hat, als ästhetische Erfahrung zu bezeichnen. Kant geht also von dem Sinneseindruck aus, der uns trifft und der zum Material wird für das, was er nennt, interesseloses Wohlgefallen, was sich dann einstellt, wenn wir uns in ästhetischer Weise mit etwas befassen. Und das, was dann stattfindet, nennt er das Spiel unseres Verstandes und unserer Einbildungskraft mit diesem Sinneseindruck. Ziel ist keine theoretische Erkenntnis, das ist ganz wichtig, und auch keine praktische Handlung. Das bedeutet eben Autonomie ästhetischer Erfahrung. Ästhetische Erfahrung ist nicht in Handlungszwecke des Alltags eingebunden und dient nicht theoretischer Erkenntnisse, sondern ästhetische Erfahrung hat ihren Zweck sozusagen in sich selbst als autonomen
Zweck. Ich bringe hier ein Beispiel, um das genauer zu zeigen. Nora, die Sie hier jetzt sehen, erkundet den Schnee. Sie denkt in dem Augenblick nicht daran, dass es draußen kalt ist und sie eine Jacke anziehen muss. Das wäre der praktische Handlungsvollzug. Sie denkt auch nicht daran, dass dieser Schnee schmelzen kann, zu Wasser wird, dass er wieder erhitzt werden kann und so weiter. Das wäre eher eine theoretische Herangehensweise. Sondern sie beschäftigt sich mit diesem Sinneseindruck, lässt den auf sich wirken und rechts sehen Sie ein Bild, was sie gemalt hat zu dem Lied Schneeflöckchen, Weißröckchen, bei der Hitze jetzt ein angenehmer Gedanke. Also Sie sehen hier die Blümelein, die von dem Schnee zugedeckt werden. Was hat sie jetzt gemacht? Was geschieht hier? Das, was sie hier tut, ist in keiner Weise verwertbar, hat keine Konsequenz außerhalb des Ästhetischen, sondern findet seinen Zweck rein in diesem Spiel mit der möglichen Bedeutung. Freiheit erfährt der Mensch als seine höchste Bestimmung in der Welt des Scheins. Also das ist hier dieser Schein, den wir hier sehen können. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz zurück zum letzten Punkt, weil der Gedanke der Autonomie der ästhetischen Erfahrung ja auch zu einer Relationalität führt. Das heißt, es gibt ästhetische Erfahrungen, es gibt praktische Handlungen, es gibt theoretische Erkenntnisse. Das heißt, ästhetische Erfahrung ist nur ein Teilbereich. Und dagegen hat jetzt die Romantik den Gedanken der Souveränität stark gemacht und hat im Grunde damit zeigen wollen, dass es in der ästhetischen Erfahrung einen gewissen Absolutheitsanspruch gibt, dass eben über ästhetische Erfahrungen auch Rationalität des Menschen überschritten werden kann und dass dadurch neue Erkenntnisse und neue Erfahrungen geschaffen werden können. Und diese beiden Traditionslinien ziehen sich durch die Tradition dann immer weiter fort. Ich verlasse jetzt sozusagen diese erste Ebene, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen, und komme jetzt zum nächsten Schritt über Kant hinaus, den Adorno vollzieht. Was macht jetzt Adorno? Er schaut sich sehr genau das Vollzugsgeschehen der ästhetischen Erfahrung an. Er nimmt es ernst und interpretiert es nicht nur als Spiel der Einbildungskraft sozusagen mit den Sinneseindrücken, sondern schaut ganz genau nach, was passiert eigentlich in der sozusagen Zeitdynamik in den einzelnen Schritten, wenn wir eine ästhetische Erfahrung machen. Und das nennt er, sein Kernbegriff ist Negativitätsästhetik. Ich werde Ihnen gleich erklären, was damit gemeint ist. Das heißt, dass wir ein Kunstwerk nicht erfahren oder verstehen können, indem wir es einfach eintragen in das, was wir schon kennen. Also wenn wir ein Bild sehen von Beckmann und sagen, da hat Beckmann seine Frau gemalt, dann ist es keine ästhetische Erfahrung, weil es ein Wiedererkennen eines anderen Inhalts wäre, der nicht, wo die Bedeutung nicht aus dem Werk selbst entsteht. Und zentral ist, dass eben das Interpretationsgeschehen, was derjenige sozusagen vollzieht, der sich auf eine ästhetische Erfahrung einlässt, immer wieder neue Versuche umfasst, aus dem, was wir nennen Kontextwissen, aus dem, was die Zeit an Fragen hat, die in diesem Kunstwerk vielleicht beantwortet werden oder überhaupt aufgeworfen werden, dass diese Interpretationsversuche sozusagen niemals zu einem Abschluss kommen können, sondern dass immer eine Bedeutung sich generiert und dann wieder zurücknimmt, weil es eben keine endgültige Bedeutung geben kann. Wir können ein Kunstwerk nicht erklären, wir können nicht sagen, das Bild bedeutet das, sondern wir müssen immer wieder neue Versuche machen und gerade dieses Zaudern und Zögern, wie er sagt, in dem neuen Versuchen, dieses Scheitern jedes neuen Interpretationsversuchs, das gerade macht den Kern der ästhetischen Erfahrung und auch den Überschuss der ästhetischen Erfahrung aus. Dass es eben ein Reichtum an möglichen Interpretationsansätzen gibt, die nicht kontinuierlich überführbar sind. Wir können ja sagen, na, jetzt haben wir alle eine Interpretation, fügen wir die zusammen, dann wissen wir, was gemeint ist. Nein, es ist eine Diskontinuität zwischen den einzelnen Interpretationsversuchen. Jetzt zeige ich Ihnen hier ein Bild von Frank Kunert, das heißt Kinder.
schauen Sie sich's mal an. Und ich werde jetzt und auch im Verlaufe dieser Vorlesung immer wieder auch Sie selbst befragen, weil ich Ihnen nicht einfach meine Interpretation vorstellen möchte, sondern weil ich mit Ihnen zwischendurch erproben möchte, was es denn heißen kann, sich mit ästhetischen Erzeugnissen zu beschäftigen, sich auf ästhetische Erfahrungen einzulassen. Also ich frage jetzt Sie in die Runde zunächst mal, was sehen Sie da und was können wir vielleicht damit anfangen? Also was können wir hier erkennen? Versuchen Sie einfach mal zu beschreiben, was Sie hier sehen und was es damit vielleicht auf sich haben könnte. Wir wissen ja jetzt mit Adorno, es kann gar nicht die letztgültige richtige Interpretation geben. Sie können also frisch voran schreiten und einen Versuch machen. Was sehen wir da? Ja, wer macht einen Anfang? Ja. Das ist eine hohe Mauer, hinter der sich eigentlich ein Kinderspielplatz befindet, mit einem Teil des Klettergerüsts und einer Rutsche, die über diese Mauer hinüberführt, die den letzten Weg auf der Straße hat, und unten an der Straße ist dann halt noch ein Schild: Vorsicht, Kinder. Genau, genau. Also wir haben eine Straße, die im Vordergrund ist, eine hohe Mauer. Wir haben ein Klettergerüst und das Schild: Vorsicht, Kinder. Ja, was können wir damit anfangen? Was, ja? Abenteuerspielplatz. Abenteuerspielplatz, genau. Das wäre eine erste Interpretation. Abenteuerspielplatz. Das ist natürlich ein großes Abenteuer. Aber ja, wäre, ja? Es wird vor Kindern gewarnt, wie vor so Rehen oder Hirschen, die über die Straßen laufen könnten. Also genau, Vorsicht, Kinder, von oben sozusagen. Genau, also vor Kindern muss gewarnt werden. Also, ja. Ja, dass die Gesellschaft vielleicht versucht, die Kinder abzuschotten, dass sie halt so hohe Mauern bauen und die Kinder rutschen halt eben doch immer wieder rein. Genau, genau, die zwei getrennten Welten sozusagen, und die Kinder, die rutschen in die Welt der Erwachsenen rein, aber es ist gar nicht so passend unter Umständen. Ich glaube, es gibt auch zu wenig Raum für Kinder. Zu wenig Raum für Kinder, so ist es. Alarmierend wenig Raum, ja, genau. Ja, genau. Also wir haben hier mehrere Möglichkeiten aufgetan. Wir haben die unterschiedlichen Welten der Erwachsenenwelt. Was ich auch spannend finde, ist, dass alles so Gebrauchsspuren aufweist. Also es sieht nicht so aus, als ob es gerade eben erst dahingestellt worden wäre. Es scheint schon in Gebrauch zu sein. Und die Welt der Erwachsenen und die Welt der Kinder kommt nicht immer zusammen. Und gerade auch die Welt des Verkehrs ist natürlich eine, die besonders gefährlich, bedrohlich ist. Andererseits können wir auch daran denken, wenn Sie im Radio Verkehrsmeldungen hören, finden Sie immer wieder Blitzerwarnungen. Da meldet einer: Vorsicht, ein Blitzer an der Grundschule sowieso, fahren Sie bitte heute nicht so schnell, sonst laufen Sie Gefahr, ein Bußgeld zu riskieren. Aber morgen können Sie wieder aufdrehen, so ungefähr. Also das heißt, die Welt der Kinder und die Welt des Verkehrs, der Erwachsenen, sind irgendwie in einem Spannungsverhältnis. Aber auch das ist jetzt nicht die letzte Interpretation, sondern im Sinne Adornos müssten wir jetzt sozusagen immer wieder die Interpretation auch destruieren sozusagen und neu ansetzen. Und das wiederum würde zeigen, dass wir es mit einem echten Kunstwerk zu tun haben. Genau. Jetzt komme ich zum dritten Schritt. Der dritte Schritt heißt, schon wieder gehe ich in die falsche Richtung gelaufen, Phänomenologie ästhetischer Erfahrung. Der entscheidende Unterschied zu Adorno besteht darin, dass das Subjekt nicht in endlosen Versuchen sich dem Werk immer wieder annähert und dabei immer wieder scheitert, sondern die Phänomenologie ästhetischer Erfahrung sagt, dass in der Erfahrung derjenige, der die Erfahrung macht, dem Prozess der ästhetischen Sinnbildung, der sinnlichen Sinnbildung folgt. Also das heißt, auch hier wird gesagt, in der ästhetischen Erfahrung dürfen wir etwas nicht einordnen in das, was wir schon kennen, sondern wir müssen das Wagnis der Umorganisation unseres Sehens und Verstehens eingehen. Das ist ja ziemlich radikal. Und ich gebe Ihnen jetzt ein Beispiel, das Sie auf jedes andere Beispiel übertragen können, was Ihnen vielleicht näher liegt. Merleau-Ponty
sagt, wir beginnen also träge zum Beispiel einen Roman zu lesen und diesen Roman können wir nur lesen, weil wir die Sprache beherrschen. Wir kennen die Wörter, die Bedeutung von Wörtern, wir kennen die Grammatik, wir kennen irgendwie die Dinge, von denen das handelt, wir haben unsere eigenen Erfahrungen, unser Wissen, sonst könnten wir gar nicht anfangen, diesen Roman zu lesen. Aber dann, wenn wir sozusagen da in diesen Roman reinkommen, dann passiert etwas. Ich mache das jetzt mal an dem Beispiel fest. Ein Roman, der mich fasziniert hat zum Beispiel, wäre der Roman von Khaled Hosseini, 1000 strahlende Sonnen, vielleicht hat ihn noch jemand gelesen. Das ist die Geschichte zweier Frauen in Afghanistan. Wir haben davon gehört, wir wissen, dass in der arabischen Welt das Verhältnis von Mann und Frau etwas anders sich ausgestaltet. Wir wissen, dass es auch schwierige Lebensumstände geben kann. Aber wenn man sich auf den Roman einlässt, dann kommt ein Prozess in Gang, von dem Merleau-Ponty sagt, dass da die Beziehung sich umkehrt. Also dass nicht wir sozusagen das Buch lesen, sondern dass das Buch im Gegenteil von dem Leser Besitz ergreift. Zitat Merleau-Ponty, er sagt, doch die Figuren beginnen zu leben und ich finde beim Lesen Zugang zu ihrer Welt. Also, Zitat Ende, Handlungen und Beziehungsformen, die mir bislang unlebbar erschienen, unerträglich, erhalten, auch wenn sie sehr leidvoll sind, irgendwie eine Bedeutung. Die Stadt, das Leben der Frauen entsteht vor meinen Augen als wirklich. Merleau-Ponty nennt dies, was da passiert, die sprechende Sprache. Also im Gegensatz zu der Sprache, die die identifizierbaren Bedeutungen hat, dass wir sagen, ja, Mann und Frau bedeutet, Ehe bedeutet dieses und jenes, sagt er eben, dass hier jetzt ein Prozess passiert, indem die verfügbaren Bedeutungen umgeformt werden. Das heißt, die Lektüre führt mich über meine Sehweise hinaus und ich merke erst im Nachhinein, dass ich etwas verstanden habe, was ich vorher gar nicht kannte und nicht wusste. Das Buch, Zitat, nimmt es, also vermag es, dass der Leser sich umformen und, wie er sagt, mit neuen Organen ausstatten lässt. Also das heißt, wir können Sensibilitäten entwickeln durch ästhetische Erfahrungen, die wir vorher gar nicht hatten. Das heißt, wir können darauf nicht nur vorbereitet werden, sondern im Prozess des ästhetischen Erfahrens entsteht erst die Fähigkeit dazu. Diese Prozessualität, sich auf das Begegnende einzulassen und sich aus dem Prozess heraus neu zu konstituieren und eben nicht mit dem schon bestehenden Ich auf alle möglichen Kunstwerke drauf loszugehen, das macht das Besondere der ästhetischen Erfahrung aus. Entscheidend ist, dass es kein kognitiver Akt ist, aber auch nicht nur eine Scheinwelt, so eben wie Kant und Schiller sagen würden, das Spiel mit den möglichen Bedeutungen. Nein, würden die Phänomenologen sagen, es ist nicht nur eine Scheinwelt, die wir da sehen, sondern es ist eine wirkliche Welt, in der wir uns sozusagen bewegen, die wir bewohnen und in der wir neue Erfahrungen machen können. Die ästhetische Erfahrung erzeugt nicht nur eine Werkerfahrung, also das Kunstwerk, sondern eine neue Sehordnung. Also das heißt, dass die Welt uns im Entstehen sichtbar wird. Nicht mehr global interesseloses Wohlgefallen begleitet diese Erfahrung, sondern jedes Kunstwerk, jede neue Erfahrung ermöglicht je eigene Sichtweisen, Fühlen, Formen, Erfahrungsformen. Jetzt noch ein Zitat, bevor ich hier an den Schluss komme von Merleau-Ponty. Das Unersetzliche am Kunstwerk liegt darin, dass es weit mehr enthält als Ideen. Es enthält eine Ideenmatrix. Es liefert uns Sinnbilder, deren Sinn wir nie endgültig ausschöpfen werden. Und gerade weil es sich und uns in einer Welt einrichtet, deren Schlüssel wir nicht besitzen, lehrt es uns zu sehen und gibt uns zu denken, so wie kein analytisches Werk es je fertig brächte. Kern der Erfahrung ist also die Konstitution der Erfahrungsform, die Konfiguration des Sinns. Ohne diesen Prozess, in dem der Sinn erst entsteht, während wir den Roman lesen, während wir das Musikstück hören, während wir den Tanz selbst tanzen, ohne diesen Prozess der Bedeutungsentstehung bleibt keine Bedeutung als aussagbare Bedeutung übrig, die wir einfach nur benennen können. Jetzt komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags. Das sind die Übersetzungen ins Pädagogische und da habe ich jetzt zwei, drei Modelle hier auch wieder nur ganz schlagwortartig aufgeführt.
Das erste ist ein Buch von Dietrich Grinninger-Schubert, Einführung in die ästhetische Erziehung. Hier die drei Autoren machen vier Kernmerkmale aus, über die sie ästhetische Erziehung und ästhetische Bildung beschreiben. Das wäre also, und daneben habe ich jetzt mal, damit man das gleich auch vergleichen kann, ein Modell von Bettina Uhlich gestellt, die, das ist in dem Konsortium Bund Deutscher Kunsterzieher entstanden und hat ähnliche, aber auch andere Merkmale. Und ich möchte Ihnen daran etwas zeigen. Also ich gehe hier aus von dem, was Fingerfertigkeit genannt wird. Was heißt Fingerfertigkeit? Das heißt eben, dass ich kulturelle Ausdrucksgestalten, also zum Beispiel Maltechniken oder sowas, beherrsche, dass ich weiß, wie ich den Pinsel halte, die Flöte halte, dass ich auf die Bühne nicht drauf spaziere, wenn da gerade einer am Tun ist und so weiter. Also das heißt Fingerfertigkeit. Bettina Uhlich nennt etwas Ähnliches Hantieren, Erkunden, Begreifen, also ein handelndes Ausloten. Das zweite wäre hier die Alphabetisierung. Alphabetisierung meint, dass wir jedes ästhetische Handeln immer auch beziehen auf kulturelle Bedeutungen. Also das heißt auf Symbole, die in einer bestimmten Tradition entstanden sind. Und ohne diese symbolischen Horizonte wäre keine ästhetische Bildung möglich, weil die in gewisser Weise das Material auch liefert an Sinngestalten, die in diesen ästhetischen Erfahrungen dann auch aktualisiert, genutzt, verändert werden. Zum Beispiel eben die Darstellung von Freude oder Traurigkeit in Bild und Musik. Das wäre sowas, was Alphabetisierung bedeutet. Na? Und bei Bettina Uhlich taucht das ein bisschen auf in der Auseinandersetzung mit kunstförmig gegebenen Bildern. Also das ist die Tradition, die uns entgegentritt sozusagen, auf die wir uns beziehen. Dann der nächste Punkt wäre die Selbstaufmerksamkeit bei Dietrich Grinninger-Schubert. Selbstaufmerksamkeit bedeutet das thematisch Werden der eigenen Sinnestätigkeit, also den fiktiven Modus einzuschlagen, die Gänsehaut, sagen sie auch, also das, die Aufmerksamkeit auf das, was durch die ästhetische Erfahrung ausgelöst wird. Bettina Uhlich nennt das Wahrnehmen und Gewahrwerden. Ich kann jetzt natürlich nicht alle Unterschiede in der Einzelheit herausarbeiten, möchte Ihnen nur zeigen, dass es unterschiedliche Arten gibt, diese ästhetische Erfahrung modellhaft zu fassen. Das letzte wäre hier bei Dietrich Grinninger-Schubert die Sprache. Die sprachliche Verständigung ist nicht nur eine Verständigung im Nachhinein, nein, auch schon während einer Aufführung zum Beispiel, während wir vielleicht vor einem Bild stehen, während Kinder ein Bild malen, verständigen sie sich mit Blicken, mit der Erzieherin, mit anderen Kindern und schauen, was die darüber denken. Und die Verständigung im Nachhinein ist nur ein Teil. Bettina Uhlich geht auf diese Sprache, die ja hier hauptsächlich die diskursive Sprache ist, nicht so sehr ein, sondern für sie sind noch wichtig als Merkmale der ästhetischen Erfahrung das Erzeugen, Formen und Gestalten. Also das heißt, dass wir tatsächlich oder dass Kinder tatsächlich etwas Neues hervorbringen, ein Bild malen, einen Tanzschritt ausprobieren, ein Lied singen und so weiter. Also dass sie wirklich etwas gestalten, hervorbringen. Das ist auch möglich, wenn sie nur etwas aufnehmen, indem sie eben ein Bild von dieser Sache, ein inneres Bild entwickeln, eine Vorstellung, eine Erinnerung. Und was für Bettina Uhlich auch wichtig ist, ist der Einbezug des Fantasierens und Imaginierens. Also das, was vielleicht vorher schon an Erfahrungen da ist, dass die in Form von inneren Bildern diese augenblickliche ästhetische Erfahrung mitkonstituieren und kommentieren. Also was ich Ihnen damit eigentlich sagen will, ist, es ist wichtig, dass wir Modelle haben, die Merkmale sozusagen ausmachen, die gegeben sein müssen, damit wir von ästhetischer Erfahrung sprechen können, ästhetischer Erziehung, ästhetischer Bildung. Aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein, weil das Ganze nicht dazu führen darf, dass wir Szenen analysieren und sagen, aha, da ist jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens gegeben, also ist es eine ästhetische Erfahrung. Nein, also es geht immer darum, diese Erfahrung in ihrem Aufbau, in ihrer Jeweiligkeit auch sozusagen ernst zu nehmen und sie
sozusagen analysierend nachzugehen. Und dabei können diese Merkmale behilflich sein, aber wir dürfen es nicht nur darauf zurückführen. Als letztes pädagogisches Modell gehe ich hier auf Gerd Schäfer ein, weil er natürlich auch viel von ästhetischer, eigentlich von aästhetischer Erfahrung gesprochen hat. Gerd Schäfer bezieht eben hier die ästhetische Erfahrung, sieht er in, primär als Aisthesis, also als Wahrnehmung. Und das, was jetzt kleine Kinder, junge Kinder machen, ist das Ordnen, Verarbeiten und Gestalten von Wahrnehmungen als zentraler Moment aästhetischer Bedeutungsgenerierung. Also was heißt das? Kinder sehen etwas und wenn sie das häufiger sehen, dann entdecken sie Muster, die sozusagen immer wiederkehren. Und diese Muster werden dann über Bilder oder in Form von Geschichten als Dramaturgien und Narrationen abgebildet. Wenn man jetzt die Theorie der ästhetischen Erfahrung, wie ich sie zuvor entwickelt habe, hier dagegen lesen würde, würde man sehen, dass ästhetische Erfahrung, wenn man von Adorno oder auch von der Phänomenologie ausgeht, immer das Durchbrechen von Mustern ist. Also die ästhetische Erfahrung ist eigentlich nie das Wiederfinden und Wiederentdecken, zu sagen, ah juhu, das habe ich schon mal gesehen, sondern gerade sich auf etwas Neues einzulassen und diese Muster zu durchbrechen. Und diese Differenz kommt natürlich auch dadurch zustande, dass Gerd Schäfer sich auf die Kognitionstheorie stärker bezieht als auf Theorien der ästhetischen Bildung. Er sagt zum Beispiel auch, weil eben für ihn die Frage im Zentrum steht, wie werden aus Wahrnehmungen Erkenntnisse? Das ist seine zentrale Frage. Und deshalb kann er zum Beispiel auch sagen, Zitat jetzt, ästhetische Bildung in diesem Sinne ist eben kein Sonderbereich. Und jetzt Zitat, das Abschätzen von Mengen beruht auf einer ästhetischen Erfahrung. Also das heißt, dass eine Wahrnehmungserfahrung dem Abschätzen von Mengen vorausgehen würde. Aber das, was wir vorher aus den Theorien gehört haben, wäre sozusagen gerade der Versuch, die ästhetische Erfahrung als etwas Besonderes auch beschreiben zu können und nicht als etwas, was durchgehend in allen Bildungsprozessen gewissermaßen die Grundlage nur darstellt. Ja, jetzt komme ich zu meinem dritten Teil, wo es jetzt eben konkreter wird. Ich komme dazu, eben Krippen als Orte ästhetischer Bildung mir genauer anzuschauen und möchte nur mit einem Satz sozusagen darauf aufmerksam machen, dass ästhetische Bildung natürlich immer ein Teil kultureller Bildung ist und dass wir unter Kulturen Lebensformen verstehen in ihrer Form und Bedeutungsvielfalt und dass ästhetische Bildung immer in diese kulturellen Prozesse eingelagert ist. Die ästhetische Erfahrung in der Krippe. Ästhetische Erfahrungen beginnen häufig im Alltag. Wir haben eine Vielfalt ästhetischer Erfahrungsmöglichkeiten im Kontext der Gruppe. Ich nenne hier nur mal Geburtstage, weil da meistens viele verschiedene ästhetische Erfahrungen möglich sind. Es wird ein Geburtstagslied gesungen, es findet eine Inszenierung statt, vielleicht wird dem Kind gratuliert, es finden Rituale statt. Aber wir haben natürlich unzählige Möglichkeiten, in dem Alltag der Krippe ästhetische Erfahrungen anzubieten und auch einzulagern. Zentral in diesem Alter ist, dass Kinder das, was sie sehen bei anderen, die eine ästhetische Erfahrung machen, nachahmen. Dass sie sich auch über die Nachahmung die Ausdrucksmöglichkeiten aneignen, um dann, wenn sie die Ausdrucksmöglichkeiten vielleicht nutzen können, etwas über ihre Sicht der Welt auch mitteilen zu können und mit anderen in Austausch zu kommen. Über ästhetische Erfahrungen findet eine Teilhabe und eine Eröffnung an kulturellem Sinn statt. Und deswegen ist die Beteiligung der Kinder so zentral, weil das der Motor ist, über den sie ein Teil der Kultur eigentlich werden und auch zu ästhetischen Ausdrucks- und Gestaltungsformen kommen. Jetzt komme ich zu einem Thema, was mir sehr wichtig ist. Ich spreche jetzt nicht mehr über ästhetische Erfahrung, sondern über ästhetische Erziehung. Ästhetische Erziehung als Aufgabe. Also das heißt,
Kinder sehe ich hier als soziale und kulturelle Wesen, die ein Recht darauf haben, vielfältige Formen ästhetischer Erfahrung kennenzulernen, über die sie sich selbst und die Welt jeweils anders erfahren und deuten können. Also Kunst, Musik, Tanz, Theater, Spiel. Es gibt sehr viele Formen. Die Frage ist, welche Formen können wir Kindern unter 3 Jahren eigentlich schon anbieten? Und da ist man heute dabei zu sagen, Kinder unter 3 Jahren haben teilweise, wie norwegische Forscher sagen, in einer kulturellen Isolation gelebt, weil man ihre Fähigkeiten unterschätzt hat und auch ihre kulturellen Bedürfnisse. Die Frage ist jetzt, wie gewinnen die Kinder eigentlich einen Zugang zu den Formen, zu diesen ästhetischen Formen? Und ich möchte mit den Pädagogen aus Reggio darauf aufmerksam machen, dass Pädagogen und Pädagoginnen natürlich eine Verantwortung haben, dass Kinder auch die 100 Sprachen entfalten können. Also wir können nicht davon ausgehen, egal was wir tun, Kinder sind kreativ und entfalten alle ihre Sprachen. Kaspar Hauser hat auch seine Sprachen nicht entfaltet, weil er eben keine Gelegenheit dazu hatte, weil er keine anderen Menschen gehabt hat in seinem Umfeld, die diese Sprachen, diese vielfältigen Ausdrucksformen beherrscht haben und über die er da hineingekommen ist. Und ich spreche jetzt nicht nur von der diskursiven Sprache. Ästhetische Erziehung und Bildung ist sozusagen nur eine winzige Erinnerung. Sie als Erziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler wissen das natürlich. Erziehung hier eher gesehen als intentionales Geschehen. Also das heißt, wir müssen uns dabei die Frage stellen, was können wir Kindern vermitteln, zeigen, anbieten? Also das heißt, die Perspektive auf die pädagogische Aufgabe. Wie können wir Kinder unterstützen? Welche Räume, Materialien können wir ihnen anbieten? Aber auch die Frage, was sollten sie denn kennengelernt haben, wissen oder können vielleicht, wenn sie die Krippe wieder verlassen, wenn sie in den Kindergarten gehen, wenn sie dann in die Schule kommen? Die Frage muss man sich auch stellen. Während Bildung eben stärker die Tätigkeit des Subjekts fokussiert, also das heißt die Prozesse der Weltzuwendung, der Auseinandersetzung und der Teilhabe. Die Aspekte der Selbsttätigkeit, aber auch der Überschreitung der Grenze des Vertrauten. Also Bildung fokussiert das Subjekt und seine Prozesse der Selbstbildung, die natürlich immer im Kontext von Kultur und Interaktion mit anderen Menschen sich vollziehen. Wo beginnt es jetzt? Jetzt wird es interessant. Also Prozesse ästhetischen Erfahrens beginnen, wenn wir uns an die Theorieteile erinnern, genau dann, wenn wir in einer besonderen Weise eine Aufmerksamkeit entwickeln, ein Gewahrwerden, wie Mollenhauser schön sagt, auf die Sinneseindrücke. Anlässe können im Alltag sein, aber auch inszenierte Ereignisse und Angebote. Ich beginne jetzt den Teil, wo ich auf 3 verschiedene Formen ästhetischer Erfahrung, Erziehung und Bildung eingehen möchte. Der erste Teil geht über das bildnerische Gestalten, Malen, selbsttätige Prozesse und didaktische Schlüssel. Der zweite Teil geht dann über Musik, der dritte über Theater. Also, jetzt kommen wir zum Video. Das heißt, wir müssen den Ton laut stellen und ich mache das Mikro aus. Das Video wurde in einem Forschungsprojekt gedreht, wo ich mit Melanie Kuban zusammengearbeitet habe. Wir haben in einer Krippe über Jahre hinweg Kinder gefilmt und aus diesem Projekt heraus ist dieses Video entstanden. Das Video dauert ungefähr 5 Minuten und ist in einer Mittagspause entstanden. Dieses Mädchen, was Sie hier sehen, wollte partout nicht schlafen und hat jetzt die Gelegenheit erhalten, diesen Karton anzumalen, während die anderen Kinder noch geschlafen haben. Okay.
Okay, wunderbar. Die letzten 3 Minuten fasse ich jetzt hier zusammen. Ja. Okay. Ja, wenn wir jetzt diese Szene uns näher betrachten und sie als ästhetische Erfahrung möglicherweise interpretieren wollen, was haben Sie hier sehen können? Also was ist Ihnen aufgefallen? Wie würden Sie das Geschehen interpretieren? Was haben Sie bemerkt? Wie hat sich die Szene entwickelt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Kind nicht richtig ausdrucken konnte, dass sie die ganze Fläche irgendwie ausfüllen möchte. Und erst eine Linie gemalt hat und halt immer wieder gesagt hat, dass es so dick soll es sein, so dick soll es sein. Also dass halt auch die Ausdrucksmöglichkeit irgendwie gefehlt hat, sich mit der Außenwelt so zu kommunizieren, dass sie die ganze Fläche ausfüllen will. So kommt es mir zumindest vor, dass es ihre Intention war. Wie haben die anderen das gesehen? Ich habe das Gefühl, dass sich das entwickelt hat. Das hat erstmal einfach auf los gemacht. Ich habe gemerkt, wenn ich daneben hatte, wird es immer dicker und immer dicker. Und diesen Prozess, dass die Fläche, die sie ausmacht, immer dicker wird, ich glaube, das war das, was ihn so begeistert hat. Genau. Ja. Noch andere Beobachtungen, ja. Wenn sich immer wieder die Bestätigung holt von den Außenstehenden, meinetwegen der Kamerafrau oder der Erzieherin, die sie immer wieder geguckt hat und gefragt hat oder schaut mal. Genau. Genau, ganz wichtig. Noch andere Beobachtungen zu dieser Szene? Ja, also Ausgangspunkt, was man immer auch berücksichtigen sollte, erstmal zu schauen, was ist es für ein Materialangebot, was für eine Art von Aufgabe, die das Mädchen hat mit so einem dicken Pinsel und so feuchter Farbe vorher noch nicht gemalt. Es war ein neues Angebot.
Das führt natürlich auch dazu, wenn man vorher sozusagen mehr mit normalen Stiften gemalt hat oder mit kleineren Pinseln, dass dieser Eindruck, den sie hier über 7 Minuten permanent eigentlich äußert, so dick sozusagen, dass das zuerst mal als allererstes von dem Farbaufdruck entsteht. Also das heißt, die erste Linie ist schon so dick, also dicker, als sie das erwartet hat. Und dann beginnt sie weiter zu malen und dann bildet sich sozusagen, weil sie daneben malt, eine Fläche, die eben nochmal dicker ist, weil sie eben nicht nur ein Strich ist, sondern eben zu einer Fläche wird. Und was ich auch spannend fand, war, dass ich den Eindruck hatte, dass sie immer wieder sich auf diesen Sinneseindruck neu ausgerichtet hat. Also das heißt, dass sie nicht einfach gesagt hat, das ist dick, das ist dünn und so weiter, so dass sie in einer Distanz stehen würde und Dinge miteinander vergleichen würde, sondern sie hat das, was sie gesehen hat, auf sich wirken lassen, hat es sich inne werden lassen und hat es dann mitgeteilt, diesen Eindruck. Und wichtig auch, wurde hier hinten auch genannt, die Rolle der Pädagogin, das immer wieder zu spiegeln. Also sie möchte das auch mitteilen. Also das heißt, das ist etwas, was wir häufig beobachten können in ästhetischen Erfahrungen von so junger Kinder, dass sie das, was sie tun, mitteilen wollen, dass sie sich spiegeln wollen, dass sie eine Bestätigung haben möchten für die Erfahrung, die sie gerade tun. Und das führt dazu, dass dieses Dicke zu einer Gestaltungsidee wird. Vielleicht haben Sie es bemerkt, dass sie mal nach oben, nach links rausgemalt hat und dann eben so einen Bauch gemalt hat, den sie dann ausgemalt hat. Und das ist ein entscheidender Schritt, den sie da an dem Moment macht. Während sie vorher eben immer nur eine Linie nach der anderen malt sozusagen und so kleine Ausbesserungen vornimmt, entwirft sie sozusagen durch diesen Bauch, den sie vorausmacht und den sie dann in mehreren Schritten sehr konzentriert ausmalt, entwirft sie quasi etwas, was sie dann als Gestaltungsidee einholt, was sich sozusagen Schritt um Schritt entwickelt hat. Wichtig ist natürlich, dass sie vorher kulturelle Formate, Fertigkeiten, Umgang mit Pinsel und so weiter kennengelernt hat, damit dieser ganze Prozess überhaupt in der Weise auch in Gang kommen kann. Bildnerisches Gestalten. Ich habe hier eine Szene gehabt, wo nur ein Kind zu sehen ist, was eben aber häufiger der Fall ist, dass Kinder sich gegenseitig beobachten in der Krippe und dass alle Materialerkundungen durch die Anregungen, die sie von anderen Kindern erhalten, nochmal auch interessanter werden und neue Aspekte enthalten. Und aber auch dieser Prozess der Materialerkundung muss begleitet werden und sozusagen die Beziehung geknüpft werden manchmal durch die pädagogische Begleitung. Ich habe ein Beispiel, was ich jetzt nicht als Videoszene habe, wo diese gleiche Erzieherin mit 3 Kindern turnt und wir denken uns, ja, Joche, 3 Zweijährige, die stürzen sich rein in den Schlamm sozusagen. Gar nichts war der Fall. Sie wollten das nicht mal anfassen eigentlich, sondern haben gesagt, das ist ja feucht sozusagen. Und die Erzieherin hätte jetzt natürlich sagen können, na gut, wenn ihr was anderes machen wollt, sucht euch was anderes aus. Aber sie hat sozusagen die Idee gehabt, wenn sie sozusagen keinen Zugang zu dem Material finden, dann können sie vielleicht auch dazu sich gar nicht verhalten. Also wenn ich etwas nicht kennengelernt habe, dann kann ich es auch nicht wirklich ablehnen. Und deshalb hat die Erzieherin dann eine Geschichte erzählt, sozusagen eine Geschichte entwickelt, während sie selbst eben mit dem Ton angefangen hat zu spielen, hat sie dann von der Feuerwehr erzählt, die dann in die Garage fährt und dann ausfahren muss, weil es brennt und so weiter. Und nach, erst mit Stöckchen und so weiter, haben die Kinder dann wirklich in einer Viertelstunde, 20 Minuten sich dem so angenähert, dass sie selbst mit vollen Händen in dieses Material eingetaucht sind und selbst eigene Ideen auch mit diesem Material entwickelt haben. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir die ästhetischen Erfahrungen und das, was Kinder gerne möchten, nicht nur den Kindern überlassen sollten. Wir sollen den Kindern nichts aufzwingen. Wir können ästhetische Erfahrungen nicht erzwingen. Aber es ist schon auch die Aufgabe, Beziehungen zu knüpfen und Hilfestellung zu geben.
Und was auch wichtig ist in dem Alter, die Übergänge zwischen Exploration, Spiel und ästhetischer Erfahrung und Gestaltung sind oft fließend. Ich habe hier jetzt einige Beispiele aus einem wunderbaren Heft von Angelika von der Beek, Pampers, Pinsel und Pigmente. Da kommen jetzt ein paar Bilder daraus. Da können Sie ein paar Handlungskontexte sehen, in denen jeweils Erkundungen, Gestaltungen und spielerische Szenen möglich sind. Die Gestaltungen haben es mehr mit Formungen auch zu tun, die in dem Material teilweise auch sich vollziehen. Jetzt ein Bild auch aus einer Krippe aus Hamburg. Das ist ein Junge, der 1 Jahr 5 Monate alt ist und der eben hier mit Pinsel und Farbe experimentiert. Und wichtige Information, wir würden vielleicht denken, ach Kinder, Kindern würde ich erstmal, was weiß ich, rosa oder rot anbieten. Und die Erzieherin schreibt hier, nein, schwarz ist eine sehr gute Farbe, weil das Schwarz eine kräftige Spur hinterlässt. Und Kinder wollen sehen, was sie für Spuren hinterlassen. Sie wollen einen Effekt sehen. Und der Effekt ist natürlich mit diesem Schwarz und dem Blau, was dann mit der Hand noch verschmiert wird, hier sehr groß. Und Sie sehen hier das erste Werk sozusagen. Ein weiteres Beispiel, auch ein Junge, der eben mit Kohle hier zeichnet, weil eben Buntstifte oder auch Wachsmalkreiden viel stärkeren Aufdruck erfordern würden und die Kohle auch wieder hier eine wunderbare Spur hinterlässt. Und noch ein, zwei Bilder aus einem Projekt, was diese Erzieherin Ulla Gollmer-Gröbel, die ich auch vor vielen Jahren beobachten durfte in ihren Handlungen. Sie hat in Hamburg eben in dieser Krippe gearbeitet und hat dort ein 100-Wasser-Buch ausgelegt, weil sie selbst 100-Wasser begeistert war und hat also die Kinder hier diese Bilder erkunden lassen und hat ein Projekt mit den Kindern entwickelt, in dem sie die Formensprache sozusagen sich angeeignet haben, in der sie sich mit den Farben und Formen beschäftigen konnten und eintauchen konnten. Und das ist auch was Wichtiges, über längere Zeit sozusagen immer wieder etwas anzubieten, damit Erfahrungen sich auch vertiefen können. Hier noch ein letztes Bild aus diesem Projekt, was hier zu sehen ist. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kommen eigentlich Zweijährige dazu, so schöne Bilder zu malen, wenn sie vielleicht selbst schon hospitiert haben oder eigene Kinder haben, sagen sie, oh, mein Kind malt nicht so schöne Bilder, wie kommt das eigentlich? Natürlich möchte ich hier auch sagen, es kommt nicht auf das Ergebnis an, das haben wir ja gerade schon gelernt in der Theorie, es kommt auf den Prozess an, auf die Art und Weise, wie man sich in einen Prozess hineinbegibt. Aber man muss natürlich auch sagen, in dieser Gruppe, wo jetzt diese Projekte entstanden sind, ist diese ästhetische Bildung ein Schwerpunkt der Erzieherin gewesen. Sie hat selbst ein großes Interesse an diesem Thema und das macht sich auch bemerkbar. Also nicht, man kann nicht zu allen Themen ästhetischer Bildung und Erziehung etwas anbieten. Es muss auch etwas mit dem zu tun haben, was ich mir selbst erschlossen habe, weil das für die Kinder sonst auch nicht glaubwürdig ist. Sonst führt es halt dazu, dass ich dann natürlich Bastelangebote kann man immer machen sozusagen, aber wirklich das auch als ästhetische Erfahrung in ihrer Prozessualität begleiten zu können. Und dazu ist es eben wichtig, selbst auch solche Interessen zu entwickeln, weil man dann eben auch anders hinschauen kann auf das, was mit den Kindern entsteht. Und dann kann eben ein Kreislauf der Ideen und Zugangsformen entstehen, wie zum Beispiel in diesem 100-Wasser-Projekt, wo eben die Kinder immer wieder diese Bilder an der Wand gesehen haben, darüber gesprochen haben und deshalb eben auch diese Vertiefung stattgefunden hat. Ich möchte hier auf etwas eingehen, was wir didaktische Schlüssel genannt haben. Susanne Viernickel und ich haben diesen Text geschrieben und ich möchte die didaktischen Schlüssel, die als eine Art Elementardidaktik für die Arbeit mit den unter Dreijährigen zu sehen ist, auf dieses Thema der ästhetischen Erziehung beziehen. Ausgehend eben von der Beobachtung der Kinder bedeutet es, die Signale und Ausdrucksformen der Kinder im Alltag wahrzunehmen, sie zu deuten, aber auch zu spiegeln.
was ich hier schreibe, das Sehen unterstützend zeigen. Ich wusste nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also das heißt, die Kinder wollen nicht nur gesehen werden, sondern sie wollen auch sehen, dass die Erzieherin sie ansieht. Also das heißt, sie sollen nicht nur einfach mal so gucken und naja, ich habe es ja gesehen, sondern die Kinder wollen das als Wahrgenommenes wirklich wahrnehmen und es sollte auch artikuliert werden. Wobei man sich auch, wenn ein Prozess im Gang ist, wie wir es gesehen haben bei dem Mädchen, was den Karton angemalt hat, dann ist es natürlich wichtig, sich selbst auch zurückzunehmen. Da wäre es jetzt ganz falsch gewesen, wenn die Erzieherin ständig gefragt hätte, was malst du denn da, was soll denn da noch werden und so weiter, weil die ja gerade in dem Prozess schon drinnen ist. Während wenn die Kinder noch nicht drin sind, wenn sie davor sitzen und gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen, dann ist es natürlich wichtig, auch gelingende, das wäre der nächste Punkt, die innere Welt des Kindes einbeziehende Interaktionen zu beginnen, also das heißt anknüpfen an das Feuerwehrauto und so weiter, was die Kinder beschäftigt und dabei auf etwas Drittes, also auf den Ton, auf die Sache zu blicken und die Erfahrung, die man damit macht, zu teilen und dem Kind auch zu zeigen, welche Erfahrung man macht. Nicht nur sagen, naja, ich mache die ästhetische Erfahrung, das passiert in mir drin, sondern das in dem eigenen Körperausdruck dem Kind auch zu spiegeln, damit es mimetisch auch sich in solche Erfahrungsformen mit einschwingen kann. Und es ist natürlich wichtig, Wahrnehmungserfahrungen zu ermöglichen, also viele Ausdrucksformen anzubieten und gemeinsam zu entwickeln, Geschichten zu erzählen, erzählen zu lassen, Dramaturgien kennenzulernen, Bilder, Klangformen, Inszenierungen. Wichtig dabei ist auch, das nicht nur als ein didaktisches Vorhaben zu sehen, sondern dass es immer auch eine Persönlichkeitsbildung ist. Also das heißt, es geht nicht darum, dass Kinder jetzt Maltechniken kennenlernen, sondern dass sie das, was sie über das Malen tun können, für sich selbst und die Bildung ihrer Persönlichkeit auch benutzen können. Dass es für sie ein Instrument wird, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ein anderer wichtiger Punkt dabei ist eben, die Gruppeninteraktionen auch anzubahnen und zu unterstützen. Also die Kinder darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, hey, da hat die das Kartonhäuschen angemalt und dann kommen die anderen und wollen das auch anmalen, wollen etwas davon wissen und so geht es dann immer weiter. Also das heißt, diese Kommunikation zwischen den Kindern unterstützen und immer wieder verbalisieren. Und auch zu dokumentieren, das heißt eben zu fotografieren, weil Kinder noch keine Texte lesen können, wenn sie 2 Jahre alt sind und man ihnen zwar Lerngeschichten vorlesen kann, aber das ist nur begrenzt mögliches Vorhaben. Während wenn sie Fotografien von den ästhetischen Erfahrungen in der Gruppe haben, werden die Kinder immer wieder davor stehen, werden sich das anschauen und werden auch einfordern, solche Dinge wieder zu tun. Und dadurch, durch diese Zeigepraktiken, also etwas ausstellen, etwas zeigen und nicht nur es sammeln für das Elterngespräch und so weiter und so fort. Also Sabine Bollig hat es wunderbar aufgezeigt, nach welchen Kriterien eigentlich Erzieherinnen Kinderzeichnungen aussortieren. Also das kommt in Müll, das kommt nach Hause, das kommt in die Mappe. Das ist natürlich die eine Sache, das in der Linie der Entwicklung zu sehen. Wie entwickelt sich die Zeichensprache, aber es kann natürlich im Sinne der ästhetischen Erfahrung auch ein Bild wichtig sein, was sozusagen gar nicht die vorderste Linie des Könnens dieses Kindes darstellt. Also da muss man wirklich auch sensibel sein dafür. Nächster Punkt, ganz kurzer Spot jetzt, Musikkulturen entwickeln. Musik ist auch ein ganz zentrales Feld ästhetischer Erfahrung, ästhetischer Wahrnehmung. Musik als Sprache muss angeboten und entwickelt werden. Das kann alltagsintegriert oder als musikalische Frühförderung geschehen. Also alltagsintegriert heißt, dass sie sozusagen als Singkreis am Morgen oder dass die Erzieherin, wenn Anlässe da sind, das in einem Lied aufgreift, wenn Kinder anfangen, was zu singen, dass sie da einstimmt in dieses Lied, während musikalische Frühförderung durch eine Person von der Musikschule einmal die Woche für diejenigen passiert, die dafür auch bezahlt haben. Na, es gibt beide Formen. Und dabei ist es aber, wenn man sowas analysieren möchte, ist es wichtig, dass man sich nicht nur die Prozesse anschaut, sondern dass man immer auch berücksichtigt, in welcher Art von Institution und welches Vorstellung von Musik und musikalischer Bildung haben eigentlich die Fachkräfte, die jetzt hier damit beschäftigt sind. Ein
winziges Beispiel möchte ich hier bringen, ein Buch von Kitty Schmidt, die den Musikkindergarten in Weimar sehr ausführlich auch mit wunderbarer DVD uns dargestellt hat und die eben gezeigt hat, wie in diesem Musikkindergarten einerseits geführte Musikbeschäftigungen, in denen ganz bestimmte Lernziele auch da sind, Lieder gelernt, geübt werden, und aber auf der anderen Seite auch freies Musizieren von Kindern alleine, von mehreren Kindern mit und ohne Erzieherinnen stattfinden. Das ist ganz fantastisch sozusagen, was da alles stattfindet, und man glaubt gar nicht, wenn Kinder freien Zugang zu Musikinstrumenten haben, es auch gelernt haben, dass eine Gitarre kein Schlaginstrument ist sozusagen, sondern das als Musikinstrument nutzen können. Aber was ich daran kritisieren würde, ist, dass die Analyse immer nur auf die Entwicklung der musikalischen Fähigkeit hinausläuft und das im Fokus hat. Und das möchte ich an einem Beispiel festmachen, was auch aus dem Buch genommen ist. Eine Szene ist beschrieben, wie der junge Lorenz, 3 Jahre, 1 Monat, immer wieder dieses Lied aus dem Musical Ronja Räubertochter oder im Film, wir rauben, stehlen, verbreiten die Angst, singt sozusagen. Und dazu, das wird dann ausführlich analysiert, inwiefern dieser Junge in seinem Gesang unterschiedliche Arten zu singen differenziert, variiert, wie er dazu trommelt, mit welchen Schlaginstrumenten und so weiter. Aber im Sinne der Persönlichkeitsbildung oder im Sinne dessen, dass wir in der phänomenologischen Interpretation kennengelernt haben, dass es auch um Erfahrungswelten geht, könnte es ja sein, dass dieser Junge auch fasziniert von den Räubern ist und nicht nur eine Gesangsstudie betreibt. Aber darauf wird sozusagen nicht geantwortet, eingegangen. Man könnte ja auch etwa ein Stück reinszenieren oder dieses Thema des Räubers in anderer Weise zum Thema machen. Aber die Antwort, die die Fachkräfte geben, ist immer nur eine musikalische. Und das würde ich sagen, da ist die Gefahr einer Vereinseitigung von fachdidaktischen Zugängen, die eben nur die spezifischen Kompetenzen entwickeln wollen und eben die Persönlichkeitsbildung zu begrenzt sehen. Peter Immort sagt auch in einem Artikel, dass gerade musikalische Bildung und Singenlernen immer in der Gefahr steht, dass wir diese Prozesse zu instruktiv gestalten, weil man davon ausgeht, ja eigentlich muss man es erst mal beherrschen, um es dann auch variieren zu können. Na? Aber er sagt eben, es geht eigentlich um das musikalische Wahrnehmen und Ausdrücken und nicht nur um jetzt die perfekte Melodie, die gehalten wird in dem Alter, wie erstaunlich. Na? Also das war jetzt der Spot auf Musik, und jetzt komme ich zum letzten Spot, bevor ich dann zu den Schlussüberlegungen komme, die theatralen Inszenierungen für Kinder unter 3 Jahren. Wir haben hier eine neuere Entwicklung. Eigentlich erst seit 2005 ungefähr gibt es international gesehen eine große Entwicklung des Theaters für die unter 3-Jährigen. Vorher waren eigentlich immer nur 4- bis 6-jährige Kinder, wenn überhaupt, Zielgruppe von Kindertheater. Ich beginne mit einem Zitat. Hier, der vorherrschende Irrglaube in der pädagogisch wertvollen Kultur für Kleinkinder ist es, zu denken, man müsse irgendetwas verniedlichen, damit das Kind es versteht. Aber genau darum geht es nicht. Man muss das Echte und Wahrhaftige nehmen, darum geht es. Ich bringe Ihnen jetzt ein Beispiel, wo ich jetzt mit 2, 3 Folien darauf hinführe, und dann schauen wir uns wieder gemeinsam eine Videoszene an, wie Kinder im Kindertheater ästhetische Erfahrungen machen. Das Beispiel ist aus dem Helios-Theater in Hamm. Es geht um die Inszenierung ästhetischer Erfahrungs- oder beziehungsweise Experimentierfelder. Also die haben die Bühne hergerichtet mit Holzspänen und Hölzern und haben eine theatrale Inszenierung für 2- bis 4-jährige Kinder entwickelt, die eben kameraethnografisch begleitet wurde von Bina Mohn und Gesche Wartemann. Und das ist so vonstatten gegangen, dass diese Theatergruppe die Spielformen, die in dem Alter sowieso da sind, etwas erkunden, etwas bauen, diese Spielformen haben sie transformiert und in der Form des Theaters Kindern auf neue und überraschende Weise vorgeführt.
um eben ihnen Herausforderungen zu bieten für nicht routinisiertes Wahrnehmungshandeln. Also das heißt, hier haben wir auch wieder dieses Merkmal Muster durchbrechen, nicht nur etwas wiedererkennen, sondern etwas Neues sehen zu lernen über ästhetische Erfahrungen und ästhetische Erfahrungen anzuregen. Das Stück ist so entwickelt worden, dass die Gruppe über 2 Monate hinweg immer jede Woche Kinder eingeladen hat, das Stück wieder neu anzusehen, so wie sie es gerade entwickelt hat. Und sie haben sozusagen ihre Ideen und Darstellungsformen anhand der Reaktionen der Kinder überprüft. Also das heißt, sie haben geguckt, funktioniert das überhaupt? Interessiert das die Kinder? Ist es spannend für die Kinder? Haben dann Elemente weggelassen, verändert, um ein Theater für Kinder zu entwickeln. Und das Interessante an diesem Projekt ist, dass es einen Begegnungsprozess gab, einen Austauschprozess über das Theaterverständnis. Also dass wir nicht dieses Instruktive haben, was ich eben gerade bei der Musik so angeprangert habe, dass eben hier Theatermacher hergehen und sagen, wir zeigen euch Kindern jetzt mal, wie Theateraufführungen gehen und wir führen euch in diese kulturelle Praktik ein, sondern sie haben sich mit den Kindern ausgetauscht, was kann eigentlich Theater sein für 2- und 3-jährige Kinder? Wie muss das denn aufgebaut sein, damit es funktioniert? Und daraus zeige ich Ihnen jetzt aus dem Stück zunächst eine Minute sozusagen und dann nochmal 3-4 Minuten ein Wechselspiel aus der DVD von Bina Mohn und Gesche Wartemann. Die heißt Wechselspiele und enthält wirklich wunderbares Material, wo man diese Wechselspiele eben genau sehen kann. Schauen Sie genau zu, wir wollen dann wieder ins Gespräch kommen. Oh ja, einmal das Mikrofon ausmachen und dann auf Start drücken. Thank you.
aber der hat gar nicht gewonnen, weil die bauen das einfach wieder auf und dann machen. Ist der Boxer gar nicht dumm. Ja, jetzt wieder die Frage an Sie. Was konnten Sie erkennen? Was ist Ihnen deutlich geworden? Was haben Sie für Fragen dazu? Was für Erkenntnisse können wir aus solchen Videos gewinnen über ästhetische Erfahrungen junger Kinder? Also diese Aufnahme, Transformation und auch die musikalische Begleitung sind ganz wichtige Elemente, um die Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu fokussieren durch die Musik. Ja, was ist Ihnen noch aufgefallen? Was konnten Sie beobachten in dieser Szene, an den Handlungen der Kinder? Ja, dann mache ich noch einen Vorschlag. Also wichtig sind sozusagen die Gesten und Handlungen und die mimetischen Bezüge, die sich immer wieder einstellen. Also das heißt, wir haben gesehen, dass es sich um eine Art Antwortgeschehen handelt, dass immer wieder Elemente, die Kinder im Stück gesehen haben, nachher, wenn sie die Gelegenheit hatten, mit diesem Experimentierfeld selbst zu arbeiten und die Dinge auszuprobieren, dass sie sich die Gesten gemerkt haben, dass sie sich einzelne Handlungselemente gemerkt haben und dass sie die über die Zeit hinweg erproben und dass die Kinder sich eben auch gegenseitig beobachten. Also einer fängt an zu trommeln, der nebenan tut es ihm nach und so weiter. Und auch wieder dieser Fokus auf dem Gewahrwerden von Wahrnehmungen, also diese spezielle Art der Aufmerksamkeit auf das, was hier geschieht und auch die Möglichkeit für diese jungen Kinder, diese Handlungen der Figur sozusagen auch als Handlungen eines anderen wahrzunehmen. Und auf diese Weise, dadurch, dass eben dieses Stück so nah an den eigenen Handlungsformen entlang, aber diese doch, zum Beispiel diese Sägespäne, die dann eben so nach unten rieseln und mit einem Mikro verstärkt werden, nochmal zu einer speziellen Wahrnehmung führen, die dann wieder eine Sensibilisierung und auch eine mögliche neue Ausdrucksform nach sich ziehen können. Und das ist ganz spannend zu sehen, wie eben diese Reaktionen während und nach der Aufführung ausfallen, also wie die Kinder einerseits ganz nah sind bei diesem Geschehen, boah, was passiert da sozusagen, und auf der anderen Seite auch wieder so viel Distanz haben, um sich das eben zu merken und danach eben selbst zu erproben und in ihre eigenen Handlungen einzubauen. Und was dabei wichtig ist, ist die Frage, wie kann man überhaupt das Theater für die Allerkleinsten herstellen? Und diese Frage wird so beantwortet, dass Wartemann sagt, es geht darum, über, Zitat, verbale, musikalische, gestische und räumliche Markierungen den Rezeptionsprozess einzustimmen.
Also das heißt eben, dass über das ganze Ritual, man kommt im Theater an, man wartet im Foyer, alles ist vorbereitet, aber man darf noch nicht auf die Bühne, man wird empfangen, begrüßt, die Schauspieler werden einem vorgestellt, dann wird man eingeladen, man geht durch einen Gang, wo diese Holzruten am Rand stehen, man wechselt den Raum und man nimmt dann als Zuschauer Platz. All diese Handlungen kennen diese Kinder ja nicht, wenn sie noch nie im Theater waren. Das heißt, sie können nicht einfach Theater machen für die Allerkleinsten, sondern sie müssen den Kindern zugleich zeigen, was Theater ist. Das heißt, sie müssen den Prozess, über den Theater als Theater hergestellt wird, mit dem Stück gleichzeitig entwickeln. Und das ist ein ungeheuer spannendes Unterfangen, in dem die Rollen und Funktionen der Begleiter äußerst zentral sind, wie Priester hier herausarbeitet. Weil eben die Begleiter, also einerseits, eines ist interessant, dass die, es sagt ja auch hier in dem Artikel, dass homogene Gruppen, also wo eine Erzieherin mit mehreren Kindern kommt, noch eine fokussiertere Aufmerksamkeit erreichen, als wenn immer eine Mutter oder Vater mit einem Kind da ist. Weil die Gruppe möglicherweise, weil die Erzieherin möglicherweise zwar die Vermittlungsfunktion zwischen dem Bühnengeschehen und dem Kind übernimmt, aber es nicht stört. Na, man kann ja auch zu sehr auf das Kind wiederum eingehen und es dann wiederum vom Bühnengeschehen ablenken. Kann ja auch passieren. Also das heißt, der Begleiter, die Begleiterin vermittelt überhaupt, was ist Theater. Also man läuft nicht auf die Bühne, man bleibt sitzen. Die Kinder orientieren sich an den Reaktionen. Wenn es irgendwie still ist und gefährlich wird, dann schauen sie kurz die Erzieherin an. Aha, es ist nicht so schlimm, also kann ich weiter hinschauen. Und sie trauen sich sozusagen weiter an diesem Geschehen auch teilzunehmen, da weiter hinzuschauen. Also die Erzieherinnen und Eltern vermitteln Intimität und Nähe über bestimmte Rituale, geben Sicherheit und bieten einen Referenzrahmen, indem sie eben die Kinder ermuntern und bestärken, indem sie über ihre eigene Gestik, Mimik, den Kindern zeigen, oh, das ist was Interessantes, was Spannendes, was Schönes und es lohnt sich, da hinzuschauen, während wenn ich jetzt selber nur so da drin sitze und warte, bis das Theater zu Ende ist, dann werden eben die Kinder sich auch an meiner Haltung wiederum orientieren. Das heißt, dass die ganze Fokussierung der Aufmerksamkeit vermittelt wird über die Erzieherin und das ist für mich, glaube ich, ein Kernpunkt ästhetischer Erfahrung in der frühen Kindheit. Dass Kinder nicht einfach so singulär wahnsinnige Erfahrungen machen, wenn sie alleine im Atelier stehen, so wie das Genie der Künstler sozusagen, sondern dass sie sozusagen in Prozessen mit anderen über die Teilnahme an gemeinsamen ästhetischen Erfahrungen überhaupt erst da hineingeraten, zu wissen und zu verstehen, was denn der Reiz dieser ästhetischen Erfahrung überhaupt sein kann. Und dass dadurch eben diese Erfahrung sich konstituiert und auch kulturelle Teilhabe. Und es ist natürlich umso wichtiger bei Kindern, die vielleicht zu Hause nicht von ihren Eltern ins Kindertheater geführt werden und ins Puppentheater, dass wir gerade diese Kinder nicht in der Gruppe lassen, weil sie ja doch dann stören, sondern dass wir gerade den Kindern die Gelegenheit geben, dieses, was Theater heißt, Schritt um Schritt quasi mitzulernen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt für das Thema kulturelle Teilhabe, dass diese Prozesse ästhetischer Erfahrung über das Handeln der Erzieherin erst sozusagen aufgebaut werden können. Ich komme zu meiner Schlussüberlegung, wozu ästhetische Bildung in der Krippe, wozu überhaupt ästhetische Bildung? Warum diese ausführlichen theoretischen Klärungen zu Beginn? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich auf einer theoretischen Ebene klar zu halten, was sind eigentlich ästhetische Erfahrungen, was ist ästhetische Bildung, weil wir auf diese Weise eine Orientierung bekommen zu diesen Fragen der ästhetischen Erfahrung, Erziehung und Bildung in der Krippe. Und wir können aufgrund dieser Theorien Vereinseitigungen entlarven. Wir können zum Beispiel eben sagen, dass die fachdidaktische Perspektive, der es nur um die Entwicklung zum Beispiel musikalischer oder bildnerischer Kompetenzen geht,
dass diese fachdidaktische Perspektive das ganze Kind vergisst. Wir können auch sagen, okay, kokonstruktivistische Perspektiven überbetonen vielleicht die eigenaktive Tätigkeit des Kindes und vergessen dabei den kulturellen Kontext. Wir wissen jetzt auch, Alphabetisierung alleine genügt nicht. Also das heißt, wir können nicht nur Kindern die Symbolbestände zeigen, sie ins Theater führen, sondern wir müssen sie auch hineinführen. Wir müssen auch ihnen zeigen, dass es sich lohnt, auf die eigenen Wahrnehmungen zu schauen und sich auf die Prozesse einzulassen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dass reine sinnliche Sensibilisierung, wie die Sensibilisierungsparcours à la Kückelhaus, die ich hier mal exemplarisch nennen möchte, nicht automatisch zu ästhetischer Bildung führen. Warum? Weil ästhetische Erfahrung ja immer gerade mit dem Unerwarteten, dem Plötzlichen, dem Einmaligen arbeitet. Während wenn Sie jetzt hier diese Taststraße an die Wand machen für 733 Euro von Wehrfritz, und da können Sie dann den Teppichboden tasten und dann können Sie die Murmeln tasten. Na, wenn Sie dann 10-mal getastet haben, na, dann haben Sie keine Erfahrung mehr. Weil Erfahrung eben heißt, dass Sie etwas Neues wahrnehmen. Besser ist es, Sie gucken einmal aus dem Fenster, Sie nehmen ein Schnittlauchstöckle, was einer weggeschmissen hat, und legen das mal auseinander. Das ist viel spannender als die tollste Taststraße. Jetzt nur mal in Klammern gesagt, es ist nicht immer nur eine Frage des Geldes, dass man es sich nicht leisten kann und so weiter und so fort. Wozu ästhetische Bildung in der Krippe? Mit Rittelmeier könnte man enorme Transferwirkungen belegen, dabei aber den Kern ästhetischer Bildung verkennen. Also er hat sich die Mühe gemacht zu sagen, was können Kinder alles lernen, wenn sie sich auf ästhetische Prozesse einlassen. Es ist enorm, es lohnt sich, das Buch zu lesen, aber es ist trotzdem nicht das, weshalb man sich auf diese ästhetische Erfahrung einlässt. Mit Mollenhauer könnte man wiederum begründen, warum in aktuellen Studien, Sie haben sich jetzt mit Nubeck zum Beispiel beschäftigt, keine Kompetenzmessungen zur ästhetischen Bildung stattfinden, warum das da eigentlich keine Rolle spielt, abgesehen natürlich von der Nicht-Operationalisierbarkeit, stellt, wie Mollenhauer sagt, ästhetische Bildung die Normalitätsentwürfe des herkömmlichen Bildungsbegriffs grundsätzlich in Frage. Weil natürlich es nicht darum geht, nur etwas nachzuvollziehen, etwas zu lernen, was sozusagen wir immer schon wissen, sondern dass es Prozesse mit ungewissem Ausgang sind. Prozesse, über die wir uns dem fremden, unwägbaren, beunruhigenden aussetzen, wenn es uns in Werken und Gestaltungsformen entgegentritt oder wir selbst mit anderen etwas gestalten oder hervorbringen. Ein Märchen, ein Theaterstück, ein Bild. Sie alle geben uns Rätsel auf, sind in ihrer Bedeutung mit Adorno nicht fassbar, was gerade ihren Reichtum ausmacht. Sie führen in unsicheres Terrain, wo Kinder mit Mitteln der Farbe, der Klänge, der Sprachen von sich und ihrem Blick auf die Welt erzählen können. Ich komme langsam zum Schluss. Mit Johannes Bilstein könnte die Kunst ein Gegengewicht zum großen Funktionieren bilden. Das bedeutet eben, dass die Kinder ein Angebot gezeigt bekommen, das über die reine Nützlichkeit hinausgeht, dass ihnen vorgemacht und gezeigt wird, was man mit den Augen alles sehen und erfassen, was man mit den Händen alles gestalten und malen kann, welche Klangschönheiten man mit den Mitteln des Leibes hervorbringen kann, dass sie einen Blick darauf und ein Gehör dafür gewinnen, wie reich und bunt und vielfältig die Welt ist, in die sie hineinwachsen sollen. Voller Bilder und Dinge, Plastiken und Zeichnungen, voller Töne und Klänge, Melodien und Gesänge. Und dass dieser Reichtum ihnen allen zur Teilhabe offen und zur Verfügung steht. Diese Voraussetzungen müssen wir erst schaffen, dass diese Teilhabe entsteht. Ästhetische Erfahrungen zusammengefasst sind Ressourcen, bieten Orientierung, bieten Kindern die Möglichkeit, ihr Selbst- und Weltbild zu inszenieren, zu gestalten, zu entwickeln und mit anderen ins Gespräch zu bringen. Ästhetische Erfahrungen sind Gelegenheiten, die eigenen Grenzen immer wieder zu überschreiten. Und zum Abschluss zeige ich Ihnen jetzt noch zwei Zeichnungen von Nora, dem Mädchen, was zu Beginn den Karton angemalt hat. Sie hat zu der gleichen Zeit, wo sie diese Karton feuchte Farbenzeichnung, also wo sie diesen Karton angemalt hat, dieses Bild gemalt. Es ist ein Vogel, der an einer Vogeltränke trinkt. Sie hat sich sehr für Vögel fasziniert und ich finde, dass es ihr wunderbar gelungen ist, diese Einstimmung und
Und Einheit, die man öfter bei Vogeln beobachten kann, wenn sie irgendwo trinken, hier zum Ausdruck zu bringen. Und ein allerletztes Bild, auch von Nora nochmal, wieder ein Vogel, der Angst hat. Der Angst hat, der beschwert ist, der nicht hochkommt, nicht fliegen kann, der zeigt, dass ästhetische Erfahrungen nicht nur schöne, bunte Erfahrungen sind, sondern dass ästhetische Erfahrungen auch die Schattenseiten zum Ausdruck bringen können, dass wir uns denen stellen und mit denen uns beschäftigen können. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für den schönen Vortrag und die vielen schönen anschaulichen Beispiele. Wir haben jetzt noch kurz Zeit für eine Diskussion. Gibt es Fragen an Frau Stenger? Sie haben jetzt die einmalige Möglichkeit, jetzt nochmal rückzufragen. Ja, anscheinend hast du es sehr anschaulich dargestellt. Das entnehme ich jetzt der Rückmeldung. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Und ich denke mal, wir gehen mit vielen anregenden Ideen nach Hause. Herzlichen Dank. Dankeschön.